Man sieht eigentlich, wenn wir jetzt durchgehen, der Boden, der ist sehr, sehr tief braun. Das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass hier sehr viel Humus im Boden ist. Der Saarwaldschutzverein beim Rundgang durchs Naturschutzgebiet Königsbruch. Hier stehen noch alte Moorbirken, rund 500 Jahre alt. Und der Boden ist ein ganz besonderer. Es findet sich Torf. Denn der Königsbruch ist ein altes, aber mittlerweile ausgetrocknetes Niedermoor. Wenn man als Naturfreund hier durch diese Landschaft geht, sieht man, das war wirklich mal ein Moor. Und es sind jetzt noch die letzten Überbleibsel, wo man wirklich dann auch die Entscheidung treffen muss, dieses Naturgut für die Zukunft zu erhalten. Moore sind wichtig fürs Klima. Sie speichern 10-mal mehr CO2 als Wälder. Im Moment ist das Niedermoor hier aber ausgetrocknet und gibt viel gespeichertes CO2 wieder ab. NABU und BUND möchten das Gebiet Königsbruch wieder vernässen, damit die Trunkelbeere und weitere Arten sich wieder entfalten können. Doch es gibt ein Problem: der Campingplatz Königsbruch. Der Campingplatz ist umgeben von Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Natura 2000. Also es ist quasi ein Kleinod um den Campingplatz herum. Seit 50 Jahren existiert der Campingplatz. Die Nutzung ist zwar genehmigt, aber nicht die vielen Bauten der Camper, die sich hier förmlich niedergelassen haben. Das Gelände ist derzeitig illegal bebaut. Es ist die größte Schwarzbauansammlung im ganzen Saarland. Zunächst versuchte der Betreiber, die vielen Hütten nachträglich genehmigen zu lassen. Doch die Häuser stehen dicht an dicht. Die Schwarzbauten müssen weg, aus Brandschutzgründen. Nun gibt es neue Pläne fürs Gelände. Der Betreiber will jetzt eine moderne Freizeitanlage errichten, die Stadt Homburg genehmigen soll. Die Tiny-Häuser sind zwei Typen zurzeit. Als Vorschläge uns vorstellig, die haben eine Größe von 40 Quadratmetern. Maximal, ne? Maximal. Ich bin doch froh, dass wir hier in der Stadt, im Saar-Pfalz-Kreis und im Saarland so eine tolle touristische Anlage haben, die jetzt aufgewertet wird mit dem Geld von Investor. Und er bringt das jetzt auf moderne Wege. Ne? Kann ich ja auch als Stadt Homburg ja nicht unglücklich darüber sein. Ich finde das nicht gut, weil diese touristische Attraktion stört die umliegende Fläche, verhindert unter Umständen eine Wiedervernässung des Moores, was meines Erachtens eine große touristische Attraktion wäre. Für die Stadtverwaltung ist die Wiedervernässung des Königsbruchs in weiter Ferne. Es gäbe derzeit keinen Grund zu handeln, es fehle der Rechtsrahmen. Wir sprechen im Augenblick auch über eine Idee. Es ist in aller Munde, aber die Gesetzesgrundlage ist ja noch gar nicht da. Die ist ja vom Bund noch gar nicht vorgegeben. Dennoch hat der Stadtrat beschlossen, ein Gutachter soll die Machbarkeit der Moorvernässung prüfen. Doch das kann dauern. Die Naturschützer befürchten, dass nun Baurecht für den Campingplatz geschaffen wird, noch bevor das Gutachten fertig ist. Es werden, wenn es so weitergeht wie bisher, vollendete Tatsachen geschaffen. Der Campingplatzbesitzer hat Rechte, wenn er einen genehmigten Bebauungsplan hat und kann dann bei der Allgemeinheit Schadenersatz fordern, wenn wir dann drumherum das Moorgebiet wieder vernässen wollen. Er kann es möglicherweise sogar verhindern. NABU und BUND gehen außerdem davon aus, dass Natur- und Wasserschutz im Umfeld des Campingplatzes kaum betrachtet wurden. Die Umweltschützer fordern zudem, dass hier langfristig der Grundwasserspiegel erhöht wird. Dafür müssten aber Gräben wie diese zugeschüttet werden, um das Wasser in der Landschaft zu halten. Niedermoor wirkt wie ein Schwamm. Und wenn ich das Moor entwässere, führe ich das Wasser sehr schnell ab. Und es hat überhaupt keine Zeit, in die Tiefe zu versickern und zur Grundwasserneubildung beizutragen. Ein Campingplatz im Grundwassereinzugsgebiet? Zum Glück sei über Jahrzehnte nichts passiert, sagen viele. Nun gilt es zu prüfen, ob die neuen Pläne des Betreibers in die Landschaft passen. Wenn nicht, wäre eine Option der Rückbau. Die Naturlandstiftung kennt sich damit aus. In Hemmersdorf an der Nied wurde 2010 ein Campingplatz zurückgebaut. Allerdings hatte der Betreiber das Gelände freiwillig zum Kauf angeboten. Wir haben hier rund 300 Stellplätze, Campingstellplätze beseitigt, die gesamten Zufahrten und Zuwegungen entnommen, die Sanitärgebäude, Toilettengebäude entfernt
und das gesamte Gelände wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt. Interessanterweise ist die Naturlandstiftung auch im Königsbruch der größte Grundstückseigentümer rund um den Campingplatz. Eberhard Veit hält es für machbar, wieder ein Moor im Saarland zu etablieren. Wenn man sieht, wie derzeit die Programme, die die Bundesregierung auflegt, aussehen, ist erkennbar, dass man mit relativ hohen Fördermitteln versucht, solche Niedermoore bundesweit noch mal zu renaturieren bzw. in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen. Die Schwarzbauten im Königsbruch müssen weg, das steht fest. Ob was Neues kommen darf, ist dagegen noch nicht entschieden. Der Stadtrat kann das verhindern, aber ich denke, da ist die Landesplanung und das Umweltministerium in besonderer Weise gefordert, auch wenn sie es derzeit vom Acker machen will. Das Umweltministerium sagt, die Stadt Homburg habe die Planungshoheit und mischt sich nicht ein in Sachen Campingplatz. Da spielt auch das 600 Hektar große Naturschutzgebiet in direkter Nachbarschaft scheinbar keine Rolle.